Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu den wesentlichen Zielen der Familienpolitik gehört es, Familien und Kinder wirksam zu unterstützen und zu fördern. Und da es uns derzeit wirtschaftlich sehr gut geht, können wir und werden wir investieren. Und zwar investieren wir nicht nur in Straßen, was auch wichtig ist, sondern wir investieren unter anderem in die Menschen und Familien in unserem Land, in Deutschland. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist der richtige Weg. Ich werde etwas kürzer sprechen. Ich habe eine Minute abgezogen bekommen, was ich auch verstehe an dem schönen Abend. Und deshalb kürzen wir das ein bisschen ein und machen wir es ein bisschen flotter. Den Haushaltsansatz haben wir schon oft gehört. Ich will nur mehr hinweisen auf die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr. Mit ca. 650 Millionen haben wir mehr zur Verfügung, wenn man das Betreuungsgeld dementsprechend auch mit berücksichtigt. Und die größte Position im Familienetat nimmt wie jedes Jahr das Elterngeld ein mit einer Höhe von 6,2 Milliarden Euro. Eine weitere Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 200 Millionen Euro. Insbesondere die Einführung des Elterngeld Plus und des Partnerschaftsbonus wird von den Familien gut angenommen. Aber nicht nur das Elterngeld Plus, sondern auch die steigende Geburtenentwicklung sowie die aktive Väterbeteiligung und die positive Entwicklung der Nettolöhne führte zu einer Anpassung des Elterngeldes. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, vorhin ist kurz über den Kinderzuschlag gesprochen worden. Es ist zu wenig, klar, liebe Frau Kollegin Brandner, es ist immer zu wenig. Aber wenn ich den Gesamtansatz sehe, der erhöht worden ist um 20 Millionen Euro, bewegen wir uns hier bei 405 Millionen Euro im Jahr 2017. Das ist ein ordentlicher Betrag, der sich sehen lassen kann. Aber heute ist schon viel gesprochen worden über das Unterhaltsvorschussgesetz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch hier ist der Ansatz erhöht worden um 15 Millionen, hängt zusammen mit der Anhebung des Mindestunterhalts für Kinder. Aber lassen Sie mir was Grundsätzliches dazu sagen. Die Zahlung von Mindestkindesunterhalt ist das Mindeste, meines Erachtens, was Unterhaltspflichtige leisten sollen. Und 50% Nichtzahler sind in meinen Augen nicht akzeptabel. Das geht so nicht. Und dass hier Verbesserungen her müssen, ist auch klar. Das ist unstrittig und soll auch kein Diskussionsverbot bestehen. Da diskutiert man natürlich gerne drüber. Man kann über die Dauer der Zeit diskutieren. Man kann auch über die Verschiebung diskutieren, ob man sich mit der gleichen Zeit in einem anderen Alter bewegen könnte. Aber das werden die Familienpolitiker zur rechten Zeit ausmachen. Wir müssen darüber nachdenken, ob überhaupt das Geld vorhanden ist. Denn wir sprechen nicht nur von Bundesgeld, wir sprechen auch von Ländergeld und von Kommunengeld. Und wir brauchen dann zuerst einmal die Zustimmung auch vom Bundesrat. Und da bin ich dann am Ende der Tage gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, wenn wir dann nicht bloß um 50 Millionen mehr reden, was da zur Verfügung gestellt werden muss, sondern um vieles andere noch mehr. Also da bin ich am Ende der Tage gespannt, was rauskommt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Zusammenhang muss zwingend auch die Rückholquote diskutiert werden. Und ich bin überzeugt, dass mehr zum Holen ist. Ich habe mir vorhin noch mal geschaut, liebe Frau Brandner, vielen Dank, dass Sie Bayern gelobt haben. Wir haben in Bayern eine Rückholquote von ca. 30%. In Bremen liegen wir bei 11%. Das ist die Spanne in Deutschland, die wir haben. In ganz Deutschland haben wir momentan 23% im Mix. Das ist okay, es wäre viel mehr möglich. Ich habe aber auch Verständnis für die Kreisverwaltungsbehörden, die Stadtbehörden. Wenn die mit ihrem Personal das Geld zurückholen sollten, dann bleiben sie auf die Personalkosten sitzen und haben nichts davon. Also auch das sollte und muss meines Erachtens diskutiert werden. Wir dürfen die Unterhaltspflichtigen, die zahlen könnten, nicht einfach draußen lassen. Es gibt gute Möglichkeiten. Das sogenannte Kontenabrufverfahren, das ja am 1. Juli 2013 in diesem Haus beschlossen worden ist, nur der Hinweis darauf, wirkt schon zum Teil Wunder. Also, wie gesagt, es gibt was zu tun und was mich dann beim Regierungsentwurf, man freut sich als Haushaltspolitiker, wenn der Regierungsentwurf kommt und man ist auch ein Stück weit überrascht, wenn er dann kommt, aber am meisten war ich überrascht beim
Programm Demokratie leben. Meine Kollegen wissen das, wie ich dazu stehe. Ich habe nicht das große Problem damit, in keinster Weise. Aber wenn man eigentlich von 30 Millionen vom Status quo eine Erhöhung hat auf 104 Millionen, also 74 Millionen, ist das schon ordentlich. Und liebe Frau Ministerin, das Programm muss man dann auch dementsprechend mit Leben ausfüllen. Ich werde mich heute hüten, weil alle nicht nur rechts angesprochen haben und links, also groß über Linksextremismus zu referieren, aber 104 Millionen müssen mit Leben erfüllt werden. Und wir haben von den 50 Millionen, die dieses Jahr zur Verfügung standen, bis dato nur 20,5 Millionen ausgegeben. Also vernünftig, ich bin überzeugt, dass wir hier was tun müssen. Nicht nur wegen der aktuellen Situation. Wir wollen keinen Extremismus, sei es links, rechts, Salafismus oder andere Dinge, die will kein Mensch in unserem Land. Da müssen wir präventiv vorsorgen, aber mit den richtigen Programmen. Die Kollegin Pantl, hat gerade vorhin einige Dinge angesprochen. Ich bitte das Ministerium, das zu prüfen, dass sowas nicht vorkommt. Wir wollen das nicht stärken, und dann ist man mit Sicherheit auf einem richtigen Weg. Und dann kann dieses Geld auch zielführend und zielbringend eingesetzt werden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch eins ansprechen, das wichtig ist: die Unterstützung der Kindertagesstätten. Auch hier sind Milliarden ausgegeben worden. Ich bringe gerne das Beispiel aus Bayern. Das Programm Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014 mit einer Bundesförderung von 580 Millionen ausgestattet. Allein in Bayern wurden davon 940 Millionen investiert. Und wenn man die Bundesförderung von 90 Millionen in Bayern dazu rechnet, dann sind wir bei über einer Milliarde. Insgesamt wurden von diesem Programm 2,6 Milliarden in Deutschland investiert. Davon über eine Milliarde in Bayern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann es nur empfehlen, es gibt eine schöne Liste. Schauen Sie sich die Liste mal an, welche Länder, wie viele Länder Mittel eingesetzt haben. Es ist eigentlich eine klassische Länderaufgabe. Der Bund zahlt, das ist gut so, wir haben auch die Plätze festgelegt, das ist eine klassische Länderaufgabe. Ich mache es nicht, ich lese keine anderen Länder vor, ich will niemanden diskriminieren. Aber es wäre sehr gut machbar, es geht eigentlich nicht. Es gibt nur vier Länder mit Bayern, die mehr an Ländermittel einsetzen, als die Bundesmittel erhalten. Das eine ist Bayern angesprochen, Hessen etwas mehr, das Saarland etwas mehr und Schleswig-Holstein etwas mehr. Und es gibt Länder, die setzen zum Teil keine Ländermittel mehr ein. Und liebe Freunde, das geht so nicht. Das geht so nicht, da muss man nacharbeiten. Und ich bin auch mit dabei mit der Betriebsmittelförderung. Bloß da muss man wissen, dass über die Umsatzsteuerpunkte mittlerweile 945 Millionen an die Kommunen rausgeht an Betriebsmittelförderung. Und das ist nicht wenig. Und ich lasse auch nicht gelten, wenn man sagt, dass die Kita-Gebühren Familien in die Armut bringen. Also das wird so nicht der Fall sein. Wir müssen auch die Kita nicht kostenlos machen. Meine Damen und Herren, zum Abschluss noch mein Lieblingsthema, die Mehrgenerationenhäuser. Liebe Uli Gottschalk, lieber Kollege Leutert, die Ekin ist nicht da. Ich bin überzeugt und auch so selbstbewusst müssen wir Parlamentarier sein. Das schaffen wir wieder. Ja. Und auch die Probleme, die wir haben mit den verschiedenen Kürzungen, sie sind heute angesprochen worden im KJP, Sprachkurse und so weiter. Der Haushaltsgesetzgeber ist das Parlament. Wir haben jetzt einige Wochen Zeit zu diskutieren. Wir werden das ausdiskutieren und ich bin überzeugt, dass wir am Ende der Tage eine gute Lösung für unseren Nachwuchs, für die Familien, Frauen, Jugend und Senioren erreichen würden. Vielen Dank. Ich freue mich auf die kommenden Beratungen und wünsche Ihnen heute noch einen sehr angenehmen Abend. Dankeschön.